Und ja, die Mission geht halt hauptsächlich darum, diese Dorfzentren einzunehmen, die von Prometern hauptsächlich bewacht werden, denke ich mal, oder gar nicht. Erhöht Schaden der Kavallerie gegen Titanen. Die Reliquie bringt uns nichts. Und da kommt auch schon der nächste Angriff. Ein paar Momillos helfen hoffentlich. Ach, das sind alles nur Konterbogenschützen. Also nichts besonders Böses. So, du errichtest hier hinten auf geweihtem Boden ein paar Herrenhäuser. Du hilfst beim Goldsammeln. Und dann muss ich gucken, dass ich dringend schnellstmöglich die Infanterie verbessere. Was ist das für ein Upgrade? Rhea verleiht ihrem Bogenschützen mehr Widerstandskraft. Das klingt auch nicht schlecht. Mehr Nahrung kriegen wir von denen hier oben. So, und dann brauche ich noch einen Palast. Am besten hier. Ja, das wird hauptsächlich darum gehen, dass ich warten muss, bis Prometheus hier an zwei von den Dorfzentren vorbeigelatscht ist und diese dann schnellstmöglich besetze, nachdem ich das da oben besetzt habe, natürlich. So. Da Nahrung gerade am meisten fehlt, mehr Nahrung. Und ja, durch Gaia sind unsere Wirtschaftssachen billiger. Was macht Gaia denn? Wirtschaft und Wirtschaftseinheiten. Witwuchs wächst an Gebäuden. Feinde können darauf nicht bauen. Wirtschaftliche Weiterentwicklung günstiger. Fischkutter, Karawanen, widerstandsfähiger, kostengünstiger. Jo. Ich weiß gerade wirklich nicht, was das Gebäude hier ist, was wir noch nicht bauen können. Der Hafen, den können wir nicht bauen. Ist ja auch ziemlich nutzlos, außer hier bei den Fischen. Ist da die Himmelspforte? Spiegelturm. Oh, der ist böse. So, platzieren wir hier mal neue Spinneneier. Die brauchen jetzt eine kurze Zeit, bis sie einsatzbereit sind. Solange sind sie angreifbar. Hätte sie vielleicht früher... Ah, nee, sie haben sich verzogen. So, ein paar Arkus. Und hier die letzten beiden. So, ich habe drei Nahrungssammler. Ich habe Prometer-Diener hat Heldenmut beschworen. Ah ja, der macht seine Einheiten zu Helden. Ich weiß gerade gar nicht, welche. Also göttliche Erneuerung kann ich wohl nicht. Nö. Ich kann hier mal die Infanterie noch mehr verbessern. Und hier die Bogenschützen. Dann die Verbesserung noch. Und hier drüben ist noch genug zum Jagen. Also erstmal die Auerochsen. Mythische Einheit. Rühren werden im Baum der Hesperiden. Ah ja, das ist der Baum hier. Dann kann ich Dryaden ausbilden. Wobei ich nicht weiß, was Dryaden können. Ernährung, Wasser, Sonnenlicht. Dryaden können nur von dem Spieler herbeigerufen werden, der ihren Baum kontrolliert. Sie können schnell ausgebildet werden. Es stehen jedoch höchstens 6 gleichzeitig zur Verfügung. Sie sind stark gegen reguläre Einheiten und Gebäude. Ja. Diese schüchternen, wunderschönen Baumnymphen. Also so wunderschön sehen die nicht aus. Binden wir mal eine aus. Oh, und das eine ist ein Held. Ach so, die waren alle Helden. Ja, auch gut.
Ach so, das ist das Helden-Upgrade-Ding. Deswegen konnte ich es nicht sehen. Ja. Macht Sinn. So, da kommt schon der nächste Angriff wieder. Und da hat er wieder Einheiten von mir übernommen. Das war meine Triade. Naja, die ist schwach gegen die Arkus-Helden hier hinten. Erstmal werte ich die beiden zu Helden auf. Da machen die nämlich schon mal mehr Schaden beim Jagen. Oh! Das ist nicht so gut. Muss vorsichtig sein, er schickt wohl ab und zu mal Prometer los. Oder trampelt sie einfach nieder. So, wie sieht's hier mit dem Wald aus? Nicht ganz so okay. Okay, das Gold ist abgebaut. Geht zu der Goldsammlung. Oh, das hat mich einen Holzfäller gekostet, hä? Oh, das ist nicht so schön. Das sind nämlich ja die Konterbogenschützen. Einheiten. Nein, definitiv nicht schön. Und da sind neue Prometer aufgetaucht. Gut, dann holt mir nochmal frische Argusse. Argusse. So, und jetzt jagt das hier. Ich werde mich sicherheitshalber hier mal ein bisschen absichern. Mit drei Türmen. Das ist halt jetzt richtig blöd gelaufen. Ich könnte theoretisch auch ins vierte Zeitalter voranschreiten. Dadurch komme ich an die Fanatiker ran. Ist aber nicht so dringlich. Ich grade lieber mal mein Dorfzentrum auf. Mach aus dir noch einen Helden. Da habe ich nämlich fast nur Heldendorfbewohner. Die sind da nicht mehr so leicht zu töten. Bau erstmal den Turm da zu Ende, bitte. Was zur Hölle wollten die da gerade bauen? Das sieht jetzt nicht so gut aus. Da kommen nämlich schon wieder solche Konterbogenschützen. In großer Anzahl. Und der Gegner beschwört schon wieder Heldenmut. Und das war Amandra mal wieder. Die stirbt ja ziemlich gern, ziemlich schnell. Steht aber auch zum Glück ziemlich schnell wieder auf. So, mehr Momillo-Helden. Und dann sind das nächste die Schafe dran. Und dann müssen wir Felder anlegen. Die ziemlich teuren Felder übrigens. Das sind zwei Holzfäller. Habe ich nur zwei? Ach, da bist du ja. Okay. So. Ihr sammelt jetzt mal hier. Ah ja, und das ist etwas leichter. Sie schicken sogar Orakel mit. Bessere Kavallerie brauche ich nicht. Lieber nochmal
Genau, ein paar Momillos. Und Amandra fällt gleich wieder. Ein Held ist gefallen. Jo. Und steht zum Glück gleich wieder auf. So, noch mehr Momillo-Helden. Das Problem sind die Spiegeltürme. Die können nämlich ziemlich viel Schaden anrichten. Sonst würde ich längst angreifen, weil ihre Verteidigung ist nicht so der Hammer. So, lieber noch 5 Arkus. Die Ballista mal verbessern. Und ja, Wald haben wir hier dank Gaia genug. Sichtweite für Gebäude und effektivere Türme. So, wie viele... Und Amandra ist wieder gefallen. Aber sie steht zum Glück wieder auf. Und ja, meine Nahrungsversorgung lässt echt zu wünschen übrig. Ich glaube, ich besorge doch noch einen 4. Dorfbewohner fürs Nahrungssammeln. So. An Gold kommen wir ran. Dann haben wir noch zur Not die beiden Goldminen hier außerhalb, auch wenn die nicht ganz so gut sind. Und ich denke, ich halte am Manra mal etwas zurück. Burek. Achso, ich habe ja einen Tempel. Riera verringert die erforderliche göttliche Gunst für all ihre mythischen Weiterentwicklungen. Androiden, das wäre mal eine Idee. Nein, das wollte ich nicht. Würdet ihr euch bitte wieder zurückziehen? Na gut, dann macht erstmal die Truppen hier tot. Oh ja, was ich gebrauchen könnte, nachdem der mir hier einen Turm errichtet hat, als zusätzliche Verstärkung, wäre eine Waffenkammer. Aber die kannst du mir schnell bauen. Kämpf mal gegen die Prometer hier. Oh, du bist ein normaler Bürger, das ist nicht so gut. Bessere Türme wären mal nicht schlecht. Und dieser Turm hier repariert. So, du kannst jetzt wieder hier Gold sammeln. Du reparierst den Turm, du sammelst wieder Holz. Brauchst du Panzerung, brauchst du Schilde, dass wir mal mehr aushalten. Und noch ein Tropo Milos hinterher. Und da sollte ich mal das erste Feld errichten. So. Ich wünschte nur, auf Gaias Boden würden sich auch
andere Einheiten regenerieren. Ich habe ja leider das Upgrade nicht, dass sich Helden regenerieren können. Also das Imba-Upgrade. So, eine Balliste, die mal ein bisschen mithilft. Und jetzt habe ich nicht genug Gold, weil meine Goldsammler jetzt gerade alle, bis jetzt gerade alle beschäftigt waren. So, da ist die Ballista. Und da habe ich gerade genug Gold, Holz, um alle Felder anzulegen.